Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Im letzten Part haben wir eine komplett verwirrende Mission gemacht. Wir sollten hier so eine chemische Anlage, oder nicht eine chemische Anlage, eine Anlage, wo irgendwelche Pflanzen angebaut wurden, vernichten. Dann haben wir für unseren Kumpel Quabani Entlaubungsmittel gemacht. Dann hat er das Entlaubungsmittel hier verstreut, nachdem wir fertig waren, was komplett sinnlos war. Hätte er es vorher gemacht, wäre es viel cooler gewesen. Und jetzt sollen wir ihn retten. Er ist abgestürzt. Wo ist er denn? Okay, gar nicht so weit weg. Da müssen wir einmal durch den Außenposten hier fahren. Oder sind hier schon angekommen, weil die an die anderen Schüsse gehört haben. Ja, ich fahr einfach durch dann. Was hat jetzt niemand geschrien oder sowas? Okay, jetzt schießen die auf mich. Also, die haben mich doch noch gesehen. Au. Wo bist du denn? Da ist er doch. Alles gut? Gutes Timing, kaum noch Munition. Ja, und was ist los? Okay, hat alle allein schon fertig gemacht, nur den nicht. Okay, sind wir aber fertig mit der Mission, ne? Ja, okay. Interessant. Dann kann sich ja Quabani ein Auto finden und abhauen. Dann sind wir hier auch fein raus. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich vielleicht nochmal zu der Plantage, also ob ich nochmal in die Plantage reinfahren kann und ob das immer noch alles voller Gegner ist oder nicht. Oder also ob die wieder gespawnt sind oder noch nicht. Weil wenn sie noch nicht gespawnt sind, kann ich nochmal reinfahren. Und nochmal versuchen, über das Wasser zu den anderen beiden Häusern zu kommen. Okay, das war nicht mein Plan, hier festzuhängen. Ich hoffe mal, dass du nicht wieder respawnst. Aber ich höre doch schon wieder den Schützen. Also das kann schon wieder doof sein. Aber wahrscheinlich sind es nicht so viele Leute wie eben gerade. Wahrscheinlich, weil gestern eine Hauptmission war, dass es so wenig waren. Wir können mal kurz gucken, wie viele Hauptmissionen wir jetzt gemacht haben. Das war ja hier über Statistik, ne? Ach, schon. Okay, wir haben jetzt eine mehr gemacht. Haben wir jetzt Kameradenmission? Haben wir drei gemacht. Das zählt wahrscheinlich als Nebenmission, würde ich sagen. Wir haben immer noch Rufstufe 1 und Malaria Stufe 2. Dann können wir weitermachen. Dann müssen wir den Truck wahrscheinlich hier lassen. Also ja, müssen wir safe hier lassen, wenn ich dann das Boot gehe. Und hier ist auch schon wieder alles nachgewachsen. Obwohl, jetzt geht das schon wieder weg. Beschossen, wo kam das her? Junge, Alter, ich hasse, wenn hier einfach durchschießen. Also die Schrotflinte ist nervig. Okay, da unten ist noch einer. Ach, da ist er. Ich hab ihn mal gesehen, muss ich gestehen. Ja, also das hätte Quabani direkt schon vorher machen können. Einfach das hier wegmachen. Und dann könnte er auch sagen, jo, ich bin eine Runde geflohen, da wurde ich abgeschossen. Aber sollte es für mich halt wenig Sinn ergeben, dass ich das erst alles mache, also dass ich das Ding sprenge, alles töte und er sagt, jo, ich hab's gemacht, danke.
Naja, komm, wir halten uns mal. Ich habe sowieso ein paar Spritzen über. Dann können wir hier rein und fahren wir zu den beiden Häusern hier. Gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwo was am Wasserrand gibt, was wir looten könnten. Okay, wir jetzt nur da oben langfahren können wahrscheinlich, wie es gerade aussieht. Ich finde diese Wasserwege aber echt cool gemacht, so, dass da alles in Schluchten ist. Sag ich mal, die Karte mal weg, weil da sehe ich echt wenig. Aussteigen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach das einzige, was ich sowieso auch jetzt mit habe gerade. Ist da hier noch irgendwas Sinnvolles? Ich glaube nicht. Gucken wir mal kurz, ob die Kabel noch haben. Nicht mehr so weit. Und die Strecke hier runter und dann sind wir auch da. Ich denke mal, das wird auch ein Haus sein, was einen Bootszugang hat. Weg. Also die haben echt viel Aua gemacht, muss ich sagen. Puh. Ich wusste gar nicht, dass man die reparieren kann. Ich habe das damals so selten benutzt, weil bei den Fahrzeugen wusste ich es, aber hier null. Ja, die haben ja auch im Boot schon stehen, perfekt. Kann ich das im Zweifel auch nehmen, wenn ich hier nicht mehr rauskomme mit dem hier. Aber ich wollte dann gleich immer reingehen und auch gleich mal Munition mitnehmen. Nicht Munition, sagt doch schnell, was soll ich mitnehmen? Also erstmal kann ich mich hier heilen. Und ich wollte das mitnehmen. Habe ich aber die kleinen Spritzen jetzt gar nicht mehr oder habe ich die jetzt einfach nicht, weil ich die erst vor kurzem benutzt habe? Das weiß ich nicht. Wäre halt cool, wenn ich beide dann zur Auswahl hätte. Und ansonsten weiß ich ja, was noch kommt. Auf dem Wasser sind die genauso nervig wie auf der Straße. Jetzt muss ich von ihm noch weiter rückwärts fahren, weil der jetzt im Weg steht. Danke dafür. Wäre cool, wenn man die Geschütze einfach abbauen könnte und dann halt einfach mit halt einem Magazin oder sowas, ja, keine Ahnung, dass du irgendwie skaliert mit dem, wie viel du schon geschossen hast, dass du ihn einfach mitnehmen könntest. Und hier ist irgendwo was. Ist halt die Frage, wo? Wo ist das geleuchtet? Da. Ah, ich sehe es auch schon, okay. Wäre vielleicht klüger gewesen, einfach mit dem Boot schnell rüber zu fahren. Aber ich vertraue dem Boot nicht. Ein Diamant. Glaube ich, kaufe mir einfach den Stealth-Anzug, einfach nur um ihn zu haben, weil ich sehe halt ehrlich gesagt nicht, dass ich irgendwelche Waffen in Zukunft kaufen werde. Mir gefällt die Sniper sehr gut als Hauptwaffe. Ich hätte halt schon eine Schallwaffe einfach nur um einen zu haben. Dafür, das heißt, die Pistole bleibt auch. Und die einzige Stelle, die dann offen wäre, wäre das Maschinengewehr, was ich aber aktuell nicht verbessern kann, weil dafür möchte ich ja erst dann das nächste haben. Also ich will halt keine Raketenversuch mit, ich möchte halt Maschinengewehr behalten. Und ich habe mich geirrt übrigens, bei der Anbaustation, da waren ja genauso viele Leute wie vorher anscheinend. Also ich frage mich, ob die Gegner vielleicht auch neue Waffen bekommen haben. Gefühlt haben die jetzt nämlich die größeren Shotguns und sowas. Gib Gas, Boot! Okay, das Boot gibt kein Gas mehr. Okay, hier habe ich ein bisschen Deckung. Ich meine das. Mist, da hat gerade mein Mund zusammengeklebt, dass ich Mist sagen wollte. Ja, mein Boot brennt. Ich habe gehofft, dass ich beide erschießen kann.
War leider nein. Ja, also mit Kim und Korn ziehen nicht komplett Müll in dem Spiel. Könnte man die Pistole echt gut als Sniper-Satz nehmen? Ich habe echt gefragt, weil mein Boot kein Gas mehr gibt. Aber die haben uns ja wirklich komplett zerschossen. Also ich würde wirklich vermuten, dass die mittlerweile auch andere Waffen haben, weil ich glaube, die Spaz 12, diese halbautomatische, was heißt, ist nicht halbautomatisch, ist immer eine Pump-Action Shotgun, aber gefühlt funktioniert die besser in allen Spielen als normale Shotguns. Die haben die jetzt plötzlich, meine ich. Und vorher hatten die halt nur diese normale Shotgun, also die ganz normale Pump-Action Shotgun. Ich würde einfach sagen, dass die neue Waffen bekommen. Und die AK hatten die vorher, meine ich, auch weniger. Die hatten halt hauptsächlich eher die das G3. Ups, das sind vier. Weil die machen halt echt viel Schaden mittlerweile. Oh. Dann heile ich mich gleich nochmal. Meine ich, sind das alle. Okay, der respawnt auf jeden Fall wieder. Aber das nicht. Ach doch, der ist einfach an der anderen Stelle hier. Okay. Warum auch immer das an der anderen Stelle ist, also das verstehe ich nicht. So, dann klauen wir deren Boot hier nochmal, weil es schön blau ist. Und guck mal kurz auf die Karte. Private Property, aber hier haben wir doch auch einen Diamanten irgendwo geholt, meine ich. Warum wird dem hier nicht angezeigt? Vielleicht ist er unter dem Munitionssymbol oder sowas. Okay, da ist mir angezeigt. Hier gibt es 12, 1, 2, 3, 4, 5. Da gibt es halt auch echt viel in der Mitte der Karte, was ich anscheinend nicht geholt habe. Weil ich wusste nicht, sonst war ich ja überall eigentlich schon. Hm. Kommen wir schon ein Parler raus? Ja, quasi. Warte mal weg, weil ich echt nicht viel sehe. Hier ist unser Kartoffelhaus, wo kein Diamant ist. Wo ich immer ganz gedacht habe, dass einer wäre. Rechts von uns ist Fresh Fish. Dann würde ich sagen, ab zu Mike's Bar. Können wir eigentlich in Pala auch an Land gehen? Also gibt es da einen Steg? Eigentlich, ne? Ich habe mich mit dem Wasser echt wenig beschäftigt. Weil ich das halt auch. Also ich muss sagen, wenn man mit C den Platz wechseln könnte, würde das Boot mehr Spaß machen. Weil so ist halt immer, du musst aussteigen, nach vorne gehen, Schritt, dann musst du das Ding halt benutzen, um in den Schützensitz zu gehen. Wenn du einfach C drücken könntest, würde es besser sein. So, dann schnappen wir uns ein Auto und fahren, glaube ich, hier rechts lang. Hier im Sperrgebiet rumgewuselt kurz, aber ist sie immer noch hier. Also ich weiß nicht, ob das einfach falsch platziert ist. Was passt halt einfach so gar nicht. Das Fahrzeug war bei der Bushaltestelle, ne? Mittlerweile können wir ziemlich lange sprinten, muss ich sagen. Weil sonst waren wir gefühlt so 2 Meter sprinten, dann waren wir schon komplett K.O. wegen Malaria. Aktuell ist einfach so, ja, wir sprinten einfach mal ein bisschen. So, dann war es hier rechts abbiegen. Bei Mike's Bar können wir auch wieder auf ein Schützenauto umsteigen. Das ist das normale Kleine natürlich nur. Wäre cool, wenn Mike's Bar auch der Utility Truck stehen würde. Das wäre echt nice. Und man kann nicht alles haben. Hier schön die Rampe nehmen. Hier schön die komplette Aufhängung vorne zerstören. Da ich sowieso mehr als genug Geld habe, kaufe ich einfach mal den Stealth Suit. Der hat keine Mission für uns. Es ist keine Mission aktiviert. Er ist keine Mission aktiviert. Er scheint der Waffenhändler im Waffenladen. Er kann ihnen Mission anbieten. Ja, okay, gut. Okay, die AS-50 und die M249 würde ich gerne haben, aber gibt es anscheinend nicht hierfür. Also aktuell nicht für dieses Level, für dieses Gebiet. Leider.
Mein Kasten der Waffenladen. Was können Sie aus dem Spiel speichern? Das ist nicht nach dem Kästen, okay. Gut, dann kriegen wir da noch die USAS, die automatische Schrotflinte, das FAL, die AR-16. Aber die MP5 haben wir auch schon. Okay, dafür muss ich ja meinen Sniper ablegen. Die Dragunov ist wahrscheinlich. Okay, die hole ich mir, glaube ich, sogar. Ich frage mich dann, wie teuer die sein werden. Wir haben bestimmt so. Die kosten auch als 20 die RPGs und sowas. Keine Ahnung, also vielleicht 30 oder sowas. Also ich kaufe mir die Dragunov dazu, weil halbautomatisch Sniper besser als Bolt Action, weil dann kann ich halt auch daneben schießen und muss nicht direkt aus dem Visier rausgehen. Dann kaufe ich mir noch den Tarnanzug, einfach nur um ihn zu haben. Dann haben wir noch 30 über. Dann gehe ich erstmal auf Bezahlen. Da kaufe ich mir die Verbesserung für die Dragunov. Gucken, wie teuer die sind. Oh, 5, Junge, aber egal. Oh, die nehme ich auch gleich mit. Nochmal 3 umsonst ausgeben, weil die Waffe eigentlich nicht mehr benutzen werden, vermutlich. Und ich werde auch wieder unsere dicke Sniper weglegen. Ne, unsere dicke Maschine weglegen, weil, wenn die halt so unzuverlässig ist, macht es halt schon keinen Spaß mehr zu spielen. Also mein Plan ist natürlich sowieso alle Waffen zu kaufen irgendwann, dass sie ja so ein volles Ding haben, aber bis sie das haben, dauert es halt noch ein bisschen. Da ist die schöne Waffe. Ich frage mich, wo die ganzen Waffen hinkommen. Also hier kommt dann noch ein dritter Sniper hin. Was haben wir hier? 1, 2, 3. Vielleicht die Schrotflinten? Hier haben wir auch noch 2, also ich habe halt keine Ahnung, wo die alle hin sollen. Weil die hängen ja alle zusammen von dem gleichen Typen und ja, hier kommen dann noch wahrscheinlich Pistolen hin. Keine Ahnung. Da kommen noch viel zusammen. Und dann haben wir hier noch eine Aufgabe zu tun. Eine Waffe haben wir keine. Wer möchte? Möchte Josip? Nee, Paul for Rank. Wir müssen reden. Okay, du Hallo, auch? Oh, ich habe da ein Problem. Können Sie mir helfen? Ja. Ich habe einen Schlüssel, aber kein Schloss. Der Schlüssel öffnet eine Kiste in einem Wadi in der Wüste, etwa 1 Kilometer südöstlich von Mukuba. Sie liegt unter einem Baum, leider weiß ich nicht unter welchem. Würden Sie diese Kiste für mich suchen? Ja. Ich bin nur alt und sentimental. In der Kiste sind ein paar persönliche Gegenstände. Okay. Viel Erfolg. Wo müssen wir für hin? Ist das nicht echt weit weg von Mukuba? Jetzt bekümmert euch, wo unser Hans im. Okay, nee, okay. Sinn ist nicht so weit weg. Aber, ja. Dann können wir einfach mit dem Bus fahren. Einfach nach da unten. Dann muss ich auch gleich den Wagen mit Geschütz nehmen. Dann fahren wir einfach in den südöstlichen Quadranten und suchen dann von da aus einen Weg in Richtung. In Richtung der Kavarik Sing Mission. Dann haben wir wahrscheinlich noch eine Mission für Paul for Rank, oder wie der heißt. Und dann haben wir, müssen wir noch eine haben für Michelle, eine für Josip. Ja, genau, for Rank dann halt auch noch die 2 Missionen, nachdem sein erster fertig ist. Also die zweite, nicht die 2, die danach kommen, weil jetzt kommt nur eine dann. Also es gibt halt für jeden Buddy 2 Missionen. Was ich aber ein bisschen komisch finde, weil wir mal kurz gucken auf Statistiken. Dann sind hier halt Kameradenmissionen 3 von 12, aber wenn wir insgesamt 11 Kameraden haben und eigentlich alle geben 2, meine ich, dann frage ich mich halt, wie man das dann macht. Also, verstehe ich nicht. Kann ich mehr machen als das? Ah, wir waren hier, genau. Speichern und fortfahren. Immer noch 12%. Müsste jetzt nicht mehr. Ich habe ja vorhin nicht mehr gespeichert. Da kann ich nochmal speichern drücken.
16%, okay, 4% diese Mission gebracht. So, wir müssen in die Oase. Das heißt, wir können im nächsten Part den Außenposten machen. Wollte gerade sagen, ich will hier erstmal hinfahren und mich erschießen. Genau. Plan ist der Außenposten, auf den ich gerade gucke. Dann das Lager vielleicht und diesen kleinen Punkt da angucken und dann in die Oasis gehen oder Oasis. Und dann haben wir das auch soweit hier ganz fertig, würde ich sagen. Aber ich sage, ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.